Simon NTV, wir sind wieder da. Weltschärfste Sendung, das Warten hat ein Ende. Wir sind endlich wieder da, die zwei Wochen sind vorbei. Russen Alex. Max Motherfucking Hardcore. From the nigger to the lover. From the fighter to the lover. From the fighter also to the lover. Also von dir quasi direkt ins Big Brother Studio zum Lover Sascha. Genau. Wir sind nämlich heute mit euch angesichts des Valentinstags, der uns morgen alle rechts und links gibt. 13. Freitag hier ist alles unwichtig, aber hier, Valentinstag, der morgen uns in der Hand haben wird, haben wir uns entschlossen, Gemeinschaftsentscheidung, dass wir heute Sascha TV machen, wie ihr eingeblendet unten am Fernsehrand sehen könnt. Ja. Und deswegen from the fighter to the lover to the Sascha. Big Brother. Genau. Leute, ihr habt's gesehen, Sascha hat's mit ihr getan, also oder sagen wir mal so, Anina hat's mit Sascha getan. Fürchterliche Sauereien im Big Brother Haus. Unser Sascha. Okay, der harmlose Sascha. Manche nennen ihn ja auch Chucky die Mörderpuppe. Obwohl, ich habe mir nochmal Chucky die Mörderpuppe angeschaut. Ja? Die sieht wirklich ein bisschen besser aus. Ist wirklich so. Weil Sascha ist so schmalzig. Chucky hat noch was Böses irgendwie. Und Sascha hat immer so, selbst wenn er Agro macht, Alter, ich bin Agro. Ey, ich wollte nur mal drüber reden. War nicht so gemeint, weißt du, und so. Und ich habe nur so. Der versucht so diesen Berliner raushängen zu lassen. Na, ist okay. Er muss ja Berlin repräsentieren. Aber wir wollen jetzt gar nicht lange quatschen, Leute. Thema ist heute frei. Wir wollen den Vorhang noch ein bisschen zumachen, bitte, wenn es geht. Und ihr könnt halt erzählen, was euch auf dem auf der Seele brennt. Ganz wichtig, wir haben ein neues Forum, nicht mehr dieses alte Billigforum. Wir haben ist schon online? Ja, ist online. www.salmonellentv.com. Vielleicht könnte die Technik das nochmal einblenden irgendwann mal. Aber wie gesagt, ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich lasse mich heute Nacht von euch von dem Forum überraschen. Und wir wollen gar nicht lange quatschen. Ich grüße noch Mr. Minolta. Genau. Wo kaufst du eigentlich immer deinen Fernseher? Genau, zu den Grüßen. Na hier, Haifi Meinert, ja, Albrechtstraße. Das ist ein Ding, da kaufe ich auch immer meinen Fernseher. Die sind so geil. Mirko ja auch. Mirko auch, stimmt. Ey, und Andi auch. Ja, Steglitz. Und Chefkoch auch. Dementsprechend, also wir haben dort schon vier oder fünf. Nee, mehr. Micho. Bruder Minolta. Ja. Sind schon sechs. Burkhardt war ja woanders. Burkhardt, ach, so ein Trottel. Ja. Und wir kaufen die beiden 55er. Richtig. Alter Schwede, das sind dann 8 Fernseher, die wir alle bei René Meinert kaufen und genau. Bei der weltschärfsten Romana. Jetzt machen wir Arbeit. Heißt sie Romana? Sie heißt Romana. Nicht schlecht. Kann es sein, dass es eine Kroatikerin ist? Kann alles möglich sein, aber du hattest recht, sie ist verdammt hübsch. Sag ich doch. Aber sieht auch so ein bisschen wie Sarah Connor. In Dunkel. Ich will sie nicht beleidigen. Sarah Connor hat irgendwie komische Silberblick und so und Entenmund, aber sie sieht natürlich viel besser aus, aber in Dunkel. Nur diese Nase, diese lange, sehr elegante, schmale Nase. Ich könnte stundenlang noch über Romana quatschen. Wir wollen jetzt nicht weiter. Genau, wir fangen jetzt an. Thema könnt ihr euch aussuchen. Big Brother, Sascha, Anina, Ukakis, Ukakis. Freitag, der 13. Habt ihr Angst, euch die Finger zu brechen beim Wählen? Hey, hast du Ton? Siehst du uns im Fernsehen? Ja. Hast du in deinem Fernseher Ton und Bild von Salmonell TV? Nee, hab ich nicht. Wovon rufst du an? Das ist ja blöd, wa? Hier aus weit weg. Ey, da weit weg ist wo? Marzahn ist auch weit weg. Und pass mal auf, der Livestream, der geht nicht. Livestream geht auch nicht. Wir haben geht Angst, dass nicht. Noch mehr nicht geht. Du, sei. Derek. Der Freitag, was noch viel schlimmer ist als hier Freitag der 13. ist morgen, ne? Weil morgen ist Arschficktag. Also Valentinstag, ne? Ja, und wann kannst du dann wieder sitzen? So, jetzt hier, stopp! Tschüss! So, willkommen bei Salmonellen TV, der weltschärfsten Sendung auf diesem Planeten. Das Warten hat ein Ende, wir sind wieder da. Russen Alex. Und Max Hardcore. Wo kaufst du deinen Fernseher? Bei Haifi Meinert in der Albrechtstraße. Das ist ja alles noch ein zweites Mal, ey. Wieso? War der Ton weg? Ja, der Ton war weg, so ein Scheiß. So es eine tut mir leid, Scheiße. Wieder dieses unprofessionelle Verhalten hier von irgendwelchen. Das war wieder irgendwelche. Ey, Romana hat jetzt nichts gehört, was ich ist da alles vollkommen erzählt egal. Habe. Sie heißt Romana? Sie heißt Romana. Woher weißt du, dass sie Romana heißt? Ich war heute da bei Haifi Meinert. Nicht schlecht. Mirko war ja auch schon da. Mirko, ne, pass auf, Mirko, warum warst du eigentlich da? Du? Hast du einfach einen Fernseher gekauft? Mirko hat sogar zwei Fernseher gekauft. Wieso zwei? Du hattest einen 46er. Einen fürs Scheißhaus, einen fürs Wohnzimmer. Ehrlich? Ja. Sehr gut. Aber halt so ein Zwergenfernseher. Du hast einen 46er, er hat einen 46er. Bruder Minolta hat einen 46er, sind vier. Ingo auch noch. Ingo und 46er sind 5, Micho sind 6 und Minolta sind 7. Ach so, naja, Micho typisch, ja. Wir beide holen den 55er. Ey, pass auf, ganz kurz, bevor wir beste Grüße darüber schicken an Romana und an René Meinert und an alle anderen dort. Der hat uns einen Preis heute gemacht.
Das Ding kostet bei Saturn 5.800 Euro. Ja. Für uns, wenn wir die beiden nehmen, 3.900 pro Stück. Oh, warte. Geil, oder? Unglaublich. Das ist unfassbar. Wahnsinn. Und Romana ist da. Mit was? Romana ist da. Okay. Ja, ja, was gibt's sonst noch? Wir haben heute ganz tolles, ganz genaues Thema. Wichtig, ganz wichtig. Ihr habt's gesehen. Sascha hat mit Anina im Big Brother Haus ganz schmutzige Sachen gemacht. Oder sagen wir andersrum. Anina hat mit Sascha schmutzige Sachen gemacht. Deswegen heute auch Sascha TV, wie ihr sehen könnt. Ihr könnt euch jetzt dazu äußern, ihr könnt dazu sagen, also er ist gerade nominiert, ihr müsst ihn natürlich schützen, ihr müsst anrufen für Sascha, dass er drin bleibt, aber der passiert sowieso nicht, weil Claudia fliegt auf jeden Fall raus. Das ist Claudia. Na, die Blöde. Claudia. Claudia. Wir haben heute eine Claudia im Publikum. Hallo Claudia. Ja, dann wollen wir den ersten Anrufer gleich annehmen. Guck mal, sie wollen nicht. Okay, dann reden wir. Ja, ach, komm, lass uns doch. Komm, wir heute Anrufsendung. Besser. Ach, ja, bitte. Hallo. Hallo? Ja, Ahmed. Hi, Ahmed. Mann, türkisch, Mann, stark, Mann. Türkisch weg, gut weg, türkisch weg. Dann ist ja gut, liebe Kinder. Ja, bitte. Müsstet ihr nicht schon schlafen? Die Sendung ist ab 18, deswegen ist es 22 Uhr. Alles, was darunter ist, ab ins Bett. Ja, bitte. Außer die Mädels. Wer schreit? Auch die Mädels. Ja, welche Mädels? Die und 18-Jährigen. Ja, die bleiben natürlich alle wach, das ist ja klar. Ja, bitte? Ja, guten Tag. Tag. Petersen am Apparat. Tag, Petersen. Ja, ich wollte mal was sagen, ja? Du, pack doch mal die Nüller aus. Pack die doch mal richtig auf dem Fernseher auf da. Das Ding hat so ein Bart, Alter. Hier, das neue Forum ist ja Weltklasse. Weltklasse Forum. Ja, wir haben ein neues Forum, ganz wichtig. Hast du schon drin? Ja, das haben wir wieder, müssen wir wieder doppelt erzählen. Ey, quatsch mir hier. Hier, die Magen-Mandy, die hat ja hier ein Thema gehabt, dass du deine Nüller auspacken willst. Magen-Mandy kennt unsere Nüllen besser als wir selber, also. Ja, mach das doch mal. Dazu. Sag mal, Knecht Santos. Kann man bei StudiVZ auch so mit Grafik arbeiten und so eigentlich? Nee, das geht nicht. Na toll. Ja. Gott sei Dank nicht. Warum willst du... Lieber Max, warum möchtest du denn zu StudiVZ? Weil es da so extrem romanisch ist. Romanisch? Mit drei Kerzenschein. Ey, wenn du dich bei StudiVZ anmeldest, melde sie sich ab. Ja, stimmt, kann passieren. Das ist unglücklich. Knecht, danke und tschüss. Weiter geht's. Ja, bitte. Hallo. Ja, hallo. Ist der Gunnar. Hi, Gunnar. Hallo, Gunnar. Wie geht's euch? Klasse. Super. Wie ist das Thema von heute? Wir suchen Partykanonen. Du bist raus. Warum? Denk mal drüber nach. Ich weiß nicht. Nein, Gunnar, gib doch mal einen Vorschlag von dir. Irgendein Thema. Erzähl mal. Ja, also Arschficken mal andersrum, wollte ich mal fragen, wie das so abgeht. Ja, ja. Quatsch. Ja, bitte, sei mal TV. Du bist live. Schon halbe. Lach Schürk, sag schon gut. Abi, sehr mit beide Soße, weißt du? Ich grüße, apropos diesen netten Anrufer, ich grüße Olli im Krankenhaus. Grüßen wir alle. Metallrücken, der ist, nee, der ist schon wieder draußen. Raus. Die haben ihm doch... Na, weil der ist schon wieder draußen. Ich bin vielleicht krank. Der ist schon wieder draußen. Wer bist du? Ich hab was in der Nase. Was ist los? Ja, Habibi, ja, wer bist du? Das führt zu nichts. Da sind immer die Leute, die versuchen, auf Araber oder Türke zu machen. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum. Mach doch mal auf Deutsch. Ja, bitte. Ja, hallo erstmal. Wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Und zwar Thema bitte nochmal, weil am Anfang war der Ton aus. Thema ist. Thema war Billigimitatoren. Ja, du hast gewonnen. Wirklich hier. Ja. Dann möchte ich nochmal was zum Max MySpace-Profil sagen. Ja, sag mal. Und zwar, da kann ja was irgendwie nicht stimmen. Da stand bei Bildung gymnasial. Ja, wieso? Was stimmt, da fehlt ein Buchstabe, er war gymnasial. Ach so. Wieso, was, woher weißt du was über meine Ausbildung? Ja. Dann, wissen Sie, kennt er eigentlich Even Stone? Das war schön abgelenkt jetzt vom Thema. Das war komplett so. Das war quasi. Dann grüße ich noch den Knecht Figge und hier, mach mal dein MySpace-Profil ein bisschen neu, ne? Also, hallo. Und so, ne? Ich hab nicht nur Abitur, was ist denn die Steigerung von Abitur? Abitüren. Abiturlein. Ja, Max, komm, dein Baumschulabschluss Abitur. Kannst du nicht. Hallo! Wir können ja gerne mal eine Competition machen um IQ. Dann bist du irgendwo bei der Knäckebrotscheibe bei 7 und ich bin irgendwo bei 150 bei Sonja Zietlow. Und 149 können sich ausruhen, einer reicht, um bei dir aufzulegen. Tschüss. Richtig. Unfassbar. Wassalamu alaikum. Riester. Ihr müsst jetzt sagen, für wen ist es peinlicher? Für Sascha oder für Anina? Also damit die, dass sie da miteinander... Warte mal, weißt du noch deinen Lieblingsspruch von der Salmonelle? Warte, ganz kurz, wichtig.
Ja? Da war gestern bei Big Brother, war wurden Sascha und... Bist du jetzt da ruhig, du? Ja. Sascha und die hier Vakuums... Hohlheitsjana, Vakuumsjana, wurden in Menschen die, wo die Zähne 2 Meter auseinander sind, genau. Die immer ein halbes Kilo Spachtelmasse im Gesicht braucht und gerne Schauspielerin wäre. Die haben den wurden Fragen gestellt. Die haben Allgemeinwissens... Gretchen-Test im Big Brother House. Es war so geil. Pass auf. Nennt 10 Länder mit S. Olle Sascha, ganz gut drauf. Bla, bla, bla. Und sie schreibt 3 Stück. In, weiß nicht, 3 Minuten nachdenken. Sagst du? Saudi-Arabien, Südamerika und Skandinavien. Südamerika und Skandinavien. Für coole Länder. So, 10 Primzahlen. Schreibt sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jana. So, jetzt kommt die Oberhärte. Pass auf. Ist sie schon raus? Nein, sollte sie eigentlich. Na, weil sie nicht in der beschissenen Situation, aber sie wird demnächst rausfliegen. Jetzt hör mir zu. 10 hier aus dem Periodensystem. Elemente aus dem Periodensystem. Sie überlegt, schreibt genau gar nichts. Sascha schreibt, er hat ein paar Sachen richtig, und aber dann darunter hat er auch ein paar Ausfälle. Luft. Luft. Ja, Luft. Denn, Luft scheint warte, ja, ja. Hat Sascha geschrieben. Ja, kann mal passieren, ist er war aufgeregt. Jetzt kommt's aber. Wasser? Eisen, Kupfer. Jetzt kommt's. Metall. So geil. Ist okay, Mann, das ist halt Ausnahmesituation. Die können sich nicht konzentrieren. Also er kann sich nicht konzentrieren. Ach, Quatsch, komm. Und Jana ist wirklich serienmäßig dumm. Jana ist komplett serienmäßig dumm. Die ist so dumm. Und bei ihm ist er halt nur ein bisschen so. Er hat so genau genug, um nicht in den Stall zu scheißen. Er hat auch selber gesagt, durchgemogelt, wie in der Schule. Genau. Ja, gut, also zumindest hat er, muss ich sagen, ich habe jetzt ein paar Sendungen gesehen wegen dem hier. Und zumindest kann er sich wirklich so ein bisschen so immer durchschmuggeln. Das ist wirklich sehr gut. Ich wollte was anderes sagen. Und was wollte ich sagen? Mensch, was wollte ich denn da wegen Salmonellen? Mach mal den nächsten Anruf. Genau. Salmonellen-TV. Ein Filmtipp, ganz wichtig. Ey, wir haben die Woche alle... Genau, leg besser auf, besser so. Zwei Filmtipps. Einmal hier, 96 eines, Stunden. Eines Weltkulturerbe sowieso. Und wir haben alle die Woche auf Blu-ray gesehen. Alle. Apokalypto. Chefkoch. Mirko, raus. Bruder von Alexander, wir haben wieder alle Apokalypto gesehen, da ging uns so eine ab. Ich grüße hier ganz offiziell den Nachbarn von meinem Bruder, ich weiß nicht, wie du heißt, aber du bist unser größter Fan, habe ich gehört, und Grüße an dich. Okay. Ling Love, ich grüße. Ling Love and Prosper. Was für ein Ding? Live Long. Ach so. Ling okay. Love. Ich grüße Mr. Minolta und natürlich René vom Flohmarkt. Mein Freund Gebiss René vom Flohmarkt. Der hat letztes Mal vergessen. Genau. Und wir machen weiter. Irgendwas wollte ich sagen. Salmonellen-TV. Du hast noch eine Stunde nachzudenken. Ja, bitte? Hübsches Union-Trikot hast du an. Scheiße! Diese Fußball-Spasten, das allerletzte. So eine geile Sache. Also Max ist wirklich so Lucky Luke. Ja, bitte. Schießt schneller als sein Schatten, genau. Und du bist mit deinem Finger hier. Ja. Halt mal kurz ruhig. Ja. Was? Alles klar. Ich wollte mal das Zebra da was fragen. Ja, hier. Hat Mama dir das T-Shirt rausgelegt oder was? Ja, meine Mama ist die Braut hier auf dem Pferd. Weißt du, Spaß, warum legst du denn auf? Was ist mit dir los? Weil er 12 ist und weil er schlafen muss. Ist das ein Vollpfosten, ey. Ja, bitte. Moin. Servus. Ja. Gibt's? Thema Partykanonen? Ja, klar, sind wir doch. Gut. Cool, mach's gut. Ja, bitte. Ja, hallo hier. Ey, ich wollte gerade sagen, die erste Lady und zack ist sie da. Ja. Ja, und zwar, ich habe mal die letzten Sendungen so von euch gesehen und ich habe gehört, man kann hier auch anrufen, wenn man Probleme hat. Ja. Du bist hier sowas von Gold, richtig? Und zwar, mein Problem ist, ich führe mit meinem Freund so eine halb Fernbeziehung. Du bist in Berlin und er ist woanders. Ja, das Problem daran ist, immer wenn ich nicht da bin, dann will der von anderen Mädchen immer Nappbilder haben. Und das finde ich nicht schön von dem Steven aus der Fuldatalstraße 183 aus Kassel. Ja, ist ja blöd, vor allem die Fuldatalstraße gibt es das wirklich. Ich war ja in Kassel öfter mal, da gibt es ja auch der Herkules, steht ja da gleich bei euch. Ja, genau, das steht da. Genau, da war ich schon mal oben drauf. Was ist ein Herkules in Kassel zu hören? Weltkulturerbe, nebenbei gemerkt. Nee, UNESCO-Kulturerbe. Nur wenn ich bei meinem Papa bin, ansonsten bin ich ja immer in Brandenburg bei meiner Mama. Brandenburg. Du kannst ja auch mal nach Zehlendorf zu mir kommen. Oder nach Zehlendorf zu mir. Nein, im Ernst.
Ist doch scheißegal, wenn er sich Nacktbilder anguckt. Ich meine, Hauptsache, der holt sich Appetit und dann gegessen wird mit dir, oder? Mit meinen Freundinnen und der will dann auch noch mehr von denen. Pass auf, solange er sich keine Tierfotos nimmt. Die immer sexen. Bitte was? Sag mal, machst du mal die Techno-Mucke aus? Bist du gerade in Brandenburg wieder, wa? Ja. Natürlich. Hört man. In Kassel hört man nicht so eine Musik, ne? Hey, Albert. Hi, hier ist der Steven. Die Michaela erzählt Scheiße. Ja, du, aber Max, also kannst du mir einen Gefallen tun? Jeden. Ich möchte doch nur Sailor Moon runtergeladen. Muss er selber lachen, Schwachkopf. So geil, mit ja, bitte, ey, wenn die wenigstens mit Yu-Gi-Oh! Kommen würden oder ja. Pokémon oder irgend so ein Schwachsinn. Aber ey, Sailor Moon, das war vor 20 Jahren, Kinder. Hallo. Ja, hey, ich finde eure Sendung total klasse. So. Aber ja, auch. Aber jetzt kommt das Aber. Warte, jetzt kommt das Aber. Scheiße. Ja, ja. Aber was einfach nur mal dazugehört, ist der ultimative A. So geil. Ja, und das Ding kommt von Max. Bah! Und Arlovski so. Ah! Hallo? Hallo? Ja, Tachchen. Ja, moin, wie geht's euch? Alles senkrecht, wa? Ja, alles senkrecht, wa? Ja. Ihr blöden Wichser. Sag mal, könnt ihr mir um Ruhe im Publikum bitten? Ja, bitte, danke. All die 60.000 hier im Publikum machen einen Lärm, wie das ist wirklich unmöglich. Ja, bitte. Zecken. Ja, bitte. Zecken raus war aber richtig. Ja, bitte. Ja, hallo, hier ist der René vom Flohmarkt. Hey. Ich hab drei Zähne und lebe von Pennergeld. Ja, und ich mag Max. Max, eine Frage. Ja, frag mal. Wie findet der hier? Sag mal, pass mal auf, der Umweltverschmutzung, ist deine Hose da eine Wirkung drauf? Bitte, kleiner Witzbold. Bitte hier anrufen, machen nur Deutsch spreche. Danke. Alter Schwede. Ja, du bist drin. Ah, cool. Wie ist denn das Konzept eurer Sendung? Und wie? Ganz kurz, ich muss kurz grüßen in unserem neuen Forum, www.salmonellentv.com. Den Hund grüße ich, den Schöpfer unseres neuen Forums. Das ist ja die falsche Einblendung. Bongo Karl grüße ich, ganz wichtig. Cartman und Restaurante? Nee, Restaurant. Ah, ist ja ein Feind, war das der ja. Der Restaurant hat sich zum Spasten gemacht. Da hat sich Romana heute tot gelacht. Die hat sich ja mit mir YouTube-Videos von uns angeschaut. Im Ernst? Ja. Tippst du ja nicht. Na klar. So viel Zeit haben die da gehabt? Ja. Letztes Mal machen die da eine Action. Wir müssen mehr Fernseher verkaufen, jetzt aber raus. Die haben Kunden sogar rausgeschmissen, damit wir Ruhe haben. So gehört sich das. Ja, bitte. Waren das jetzt die Leute, die euer Konzept hier erarbeitet haben von der Sendung? Oder, die sind schon hingerichtet worden, standesrechtlich. Wer hat wen? Die Leute, die unser Konzept von der Sendung ausarbeitet haben. Mitbekommen, Leute, die haben im KDW, also außerhalb des KDWs, haben sie zwei Libanesen in der Spielhalle nach 9 Stunden Zocken in Rotenburg rausgeholt und die waren's. In Rotenburg? Achso, ja. In der Spielhalle. Ja, so, Libanesen waren das? Ja. Keine Ahnung, aber ich habe eine Wette zu laufen gehabt im Rabab, im weltbesten ja. Rabab, in meinem Shisha-Drogentempel, wo ich da halt eben immer meinen Apfeldrogen zu mir nehme, konsumiere täglich 2-mal mittlerweile oder 3-mal an guten Tagen. Schlomo, du musst mal mit mir kommen, Shisha rauchen, übrigens mal. Wieder gut. Ach Quatsch, auf die gute alte Zeit. Auf die gute alte Zeit. Schlomo ist einer der Hauptverantwortlichen, sei mal ruhig hier, wir quatschen nicht mit dir. Schlomo ist einer der Hauptverantwortlichen hier von unserem weltbesten, weltschönsten Sender. Dem danken wir auch vielmals. OKB. Genau, ja. Und Schlomo, ohne dich wären wir hier aufgeschmissen, das weißt du aber auch. Und jetzt genug, mach wieder einen Vorhang zu. Weiter geht's. Wiedersehen, tschüss. Ja, bitte. Ja, bist geil. Eigene Sendezeit. Oh. Salmonellen-TV. Jo, moin. Taschen. Moin. Ich bin schon ein langjähriger Fan hier von Bela, Max und generell alles. Max und wer, was? Max, Bela, Fleischmann. Max und was? Ey, du hast ja immer Aussetzer. Fleischmann, ja, okay. Und was können wir für dich tun, mein Bester? Ja, ich habe mal einfach so angerufen, es ist sehr schwer durchzukommen hier. Das ist ja Sinn und Zweck der Übung, wisst ihr? Wenn du schon langjähriger Fan der Sendung bist, hier nochmal von uns der Aufruf. Wir geben 1.000 Euro in bar. Richtig. Für ein Treffen mit dem realen, echten, von damals King A. Punkt. Ja, es reicht keine Aufnahme, es reicht kein Telefongespräch. Wir müssen in einem Raum mit ihm sein. Gerne in der Öffentlichkeit. Wir wollen ihm nichts antun. Es ist für uns eine persönliche Befriedigung, diesen Menschen mal zu treffen, die Hand zu schütteln, ohne Pakete auspacken zu müssen. Mr. Minolta hat gesagt, wir sollen die 1.000 Euro hier mal bar auf den Tisch packen. Um damit, weil sonst denken die, wir erzählen Schwachsinn oder so. Ja, meine Ahnung, was hast du weniger da oder was? Ich habe viel weniger. Was ist mit dem Livestream?
Ja, da kommt man irgendwie kaum rein. Also hier aus Köln kann man ja sonst gar nicht irgendwie mit. Da ist die Asche für King A, Leute. Da, ihr seht nicht, dass es irgendein Schwachsinn ist. Das ist nicht irgendein Spielgeld wie bei Scheiß hoch 9, sondern das ist echte Knatter. Für die Ergreifung von dem Original. Das Geld läuft schon. Hast du 1000 Macken? Leitungsmaximum. Hast du 1000? Es ist zu schwer. Hast du 1000 Macken? Ich habe hier bestimmt 2000. Nein, die wollen nicht 2000. 1000 reicht da erstmal. 1000 haben wir doch hier, ist egal. Wir haben jederzeit. Wer dabei King A uns hierher bringt, den Original King A, der kriegt 1000 Euro. Ihr wisst es. Und das stimmt auch. Das ist Bar auf die Hand. Das ist das Thema heute. Entschuldigung, King A, wenn du uns siehst, du kannst da natürlich auch selber kommen. Du kriegst das Geld selbst. Richtig, ja. Ja, ist ja sowieso für ihn quasi. Naja, nee, es sei denn, der Ergreifer macht. Na, was ist denn, wenn der Ergreifer dem King A quasi sagt? Du, wir können also, mal schnell für eine Stunde 500 Euro pro Person verdienen. Zum Beispiel. Genau. Dann der sagt er, zieh dich aus, wir machen's. Ich spanne dir auf den Bock. Wer bist du? Der Andi. Na, das war der Andi. Andi, der erzähl. Schon da war. Ja, was ist das Thema heute? Thema ist heute, Sascha war auf Anina Ukakis drauf. Was sagst du dazu? Er war gar nicht auf Anina Ukakis. Entschuldigung, ja, es war ja andersrum. Sie er lag, schlief ein, sie machte was. Und aus Big Brother, oder? Ja, richtig. Die Drecksauerei, die da letzte Woche stattgefunden hat. Ich guck das überhaupt nicht. Sehr gut, du bist mir sehr sympathisch. Ist so. Ja, hier, kennt ihr noch die erste Staffel von Big Brother hier, der Jürgen, oder? Natürlich, wie den kennen wir natürlich. Der bei 9 Live da die Cordin-Sachen macht. Du meinst, Scheiße, der bei 9 Live, der bei 9 Live die Leute abzieht, so meinst du? Ja, der wohnt hier um die Ecke direkt. Wo wohnst du denn? In Köln-Korweiler. Du rufst jetzt aus Köln-Korweiler an? Ja. Du bist wirklich ein guter Junge. Du bist der Beste heutzutage, also in der Sendung. Aber sag mal bitte, wie siehst du uns im Livestream? Nee, es funktioniert irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, ob das ein generelles Problem ist oder nur bei mir. Okay, Andi, sag mal bitte ganz kurz, woher weißt du, wann wir sind? Aus dem Internet sicherlich, oder? Ja, genau. Und früher hast du in Berlin gelebt? Nee. Ich bin geboren und so, und dann bin ich irgendwann mal auf YouTube auf die ganzen Videos gestoßen. Sehr gut. Ja, und dann hat das so entwickelt und dann habe ich gesagt, ja, heute ruhig mal an. Also wir arbeiten wirklich beständig daran, dass ihr uns bald wieder visuell wahrnehmen könnt. Irgendwie mit der Technik hier, der OKB ist ständig dabei, sich noch zu verbessern. Aber der Download ist ja morgen auf der Seite. Genau, Download rettet euch alle sowieso. Chefkoch. Aber irgendwie soll alles digitalisiert werden und sowas. Und deswegen haben die immer Bauarbeiten. Deswegen die wollen hier auf High-End, also auf Blu-Ray-Format, Full-HD umstellen. Bisschen. Genau. Ich bin schon Full-HD, er ist HD-ready. Aber er arbeitet auf Full-HD hin. Ja, gut, dann schöne Grüße nach Köln zu Domian und wen nicht alles. Und, ja, sehr gut. Ja. Und grüß die Wolken. Ich grüße hier auf jeden Fall die Andrea Fleischmann und den Fabian Peterhens. Ich weiß nicht, ob die irgendwie... Ey, warte mal ganz kurz. So. Mir wurde gesagt, dass Andrea Fleischmann streng riecht. Wirklich. Haben die das ist schon eine Top-Sendung da. Ja, hey, und ein bisschen komisch redet. Haben die hier mir im Sender gesteckt. Die soll mies... Also wenn die lief, dann hat jemand 2 Meter Gestanksradius um sich rum. Nach Schweiß. Und weiß ich nicht, was alles. Gut, Andi, haust du? Tschüss. Wir hören. Richtig. Salmonellen TV mit Russen Alex. Hallo? Max, Hardcore. Du bist drin. Ja, cool, Mann. Ist ja mal endlich geil, bei euch durchzukommen. Cool, wa? Hallo? Ja. Warte mal, ich muss einen Fernseher leiser machen. Ganz kurz, Leute, wenn ihr hier anruft und wenn ihr durchkommt, achtet bitte nicht auf euer Fernsehbild, sondern redet einfach mit uns, weil das Fernsehbild kommt natürlich ungefähr 1,5 Sekunden später, als dass ihr uns hören könnt im Hörer, ja? Ja, es ist klar. Nicht für dich, das war für die. Weißt du? Erzähl mal. No. Wer bist du? Ja, ich bin Patrick. Und was machst du? Ja, ich mach so viel. Fang mal an, mit irgendwie alphabetisch geordnet. Ich finde, du bist ein fettes Schwein. Scheiß dir auf! Spaß. Wieso legt ihr denn auf? Wieso? Legt so die einfach auf. Hallo. Ja. Hallo, ja, erstmal hier an Max, finde ich gut, dass du die Sendung machst, obwohl du krank bist. Hast ja eine Schnupfnase, woher auch immer, ne? Dann bist du ja ganz schön ein Tier geworden, muss ich ja sagen. Ich bin ja schon eine Hürde geworden, ja. Ich bin ein Stoff Wachstumshormone, wisst ihr? Dann habe ich noch einen Styling-Tipp für euch, mal ganz kurz hier noch nebenbei. Erzähl was für ein Tipp? Sehen. Styling. Hallo? Styling-Tipp, ganz kurz hier. Erstmal bei Max Hardcore fange ich an, okay? Picaldi-Hose in die Socken stecken, Nike-Shocks. Hatten wir schon. So guck mal, bei YouTube hatten wir alles schon. Ja, okay. Nee, es reicht jetzt auch. Mach mal. Ja, bitte. Das sind die wahren Fans, die Sendung nicht mal kennen. Taschen, ich habe mal eine Frage. Ja. Und zwar ist ja folgendes, da rufen immer irgendwelche Union-Spasten an. Ey, für irgendwelche Fußball... Sag's nicht Union-Spasten, sag einfach Fußball-Schwachköpfe.
Weil ja, Fußball ist ist das allerletzte und so unwichtig, ey. Ja. Ist doch so, oder? Außer Frauenfußball, Trikottausch. Auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, ihr habt ja Party-Freunde heute als Thema, wa? Hä? Wir haben Partykanonen. Partykanonen, ja, ist richtig. Genau. Das ist das Gegenteil von Party. Ja, ich hab da ein Smash It für Alex geschrieben. Mach mal. Spaß, ey, dieses, ey. Die fliegen sowieso immer raus, die Fußballspasten. Was wollt ihr denn überhaupt? Ja, bitte. Sie wollen durchkommen, sie wollen dich irgendwie verarschen können. Aber ja, aber es ist vollkommen unwitzig. Fußball, ey, wie kann man nur so, Ja, bitte. Wie kann man vor allen Dingen über irgendeine Scheiße, Dynamo, wenn der keinen Gegner gibt? Im Gegenteil, weißt du? Ja, bitte. Der Tausender, den du bei Rat hattest. Ja, was ist denn damit? Dafür willst du, das willst du für den King Arsch schick geben. Richtig, genau. Wer uns zu ihm bringt... Du darfst lieber den Arsch schick bekommen. Willst, also, du bist ja ein ziemlich gewitzter... Du Spast. Alter, also, mal. Ey, was ist das? Ey, das brauchen wir jetzt Klingelton. Ey, der sagt, das ist immer so genüsslich. Kann ich nicht mal... Ja, natürlich, bei Jamba, klar. Da gibt's 50 Cent pro Spast. Ey, könnt ihr nicht mal ein paar nette Mädels... Kann ich mal ein nettes Mädel, was irgendein Problem hat? Wir helfen dir sehr gerne, ja, bitte. Aber nicht irgendwelche Mädels aus Kassel mit irgendeinem Herkules auf der Schulter. Ja, bitte. Ja, okay, ich bin vielleicht jetzt kein Mädchen, aber tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen belabern wollte. Party-Hits, Party-Kings sind halt angesagt, ne? Ja. Ich wollte mal einen tollen Party-Hit ansetzen. Scheiß! Ja, bitte? Ja, Hallöchen, ist Günner. Tag, Günner. Was ist heute das Thema bei euch? Thema ist, fährst du einen Porsche? Nee. Das ist ein anderer Günner, gut, ey, klar. Günner, Thema ist heute, Thema ist heute Freitag, der 13. Singt uns was vor und wir müssen raten, was das ist für Songs. Stimmt, haben wir auch schon gemacht. Weil oder summen oder pfeifen, eins von beiden, ja, egal was. Könnt ihr die Fußballspasten ihre beschissenen Spastenhymnen vor uns singen, diese Vollspasten. Ey. Max, ja, du schon aufwischen vor dir. Ja, oder Entschuldigung. Das ist, glaube ich, gar keine gute Idee. Nee, ja. Du kannst auch summen oder brummen, du kannst Beatboxen, du kannst uns eine Melodie furzen, ist kein Problem. Wir müssen erraten, was es ist. Ey, nochmal ganz kurz an den Wasser, an den Bongo, Karl. Der Link mit dem Wassermann war Weltklasse. Hast du gesehen? Du hast ja kein Internet, wa? Doch. Müsst ihr euch angucken. Ja, mobiles Internet. Ah ja, stimmt. Und zwar steht da ein stark pigmentierter. Ja? Ja, ja, ja. Irgendwo in Afrika. Meinst du Deutsch-Afrikaner? So ungefähr. Nein, ein afrikanischer Afrikaner. Also so jemand, der, ist dort irgendwo, der normalerweise hier hochgeht und das da pflückt. Ja. Verstehst du? Nun, pass auf. Das war leicht rassistisch. Darauf, wieso? Ne? Wer kennt sich? Ich komm da nicht hoch. Ich auch nicht. Na ist so. Na ist so. Ja, ist ja auch so. Ja, ich beiß dir die Augen, also. Nur pass auf. So jedenfalls kommt der, also der ist da und hat eine 1 Liter Plastik-Wasserflasche. Ja. Ohne Wasser. Und hält die so und spritzt aus seinem Mund die Flasche voll. Ohne Schlauch und ohne alles. So, weißt du? Dann ist das Ding voll und er schluckt das wieder runter, komplett. Und dann holt er plötzlich wirft die Flasche weg und holt Zahnpasta raus und eine Zahnbürste mitten in Afrika und macht die Zahnbürste nass aus seinem Mund und holt immer wieder nach Wasser raus, zack, zack, zack. Und als ob der das irgendwie hochpumpt. Quatsch. Oder ist irgendwie fake oder weiß ich nicht. Fake. Ist Weltrekord. Ist Weltrekord. Hey, wir sind nur Weltrekordhalter. Also bitte ruhig hier, ja? Weltrekord. Und der macht da halt mit dem Wasser halt ein Riesentheater. Und dann wäscht er sich später noch die Hände mit seiner eigenen Schnodder quasi. Ja, wie geht denn das? Ja auch sowas. Wie geht denn sowas? Fake. Also ich hab's nicht gesehen, keine Ahnung. Da hat einer geschrieben, als Kommentar unten drunter, Fake, Komma, in Afrika putzt man sich keine Zähne. Jules, so krass. Schönen Abend noch. Alles klar, ciao. Tschüss. Schick mal, wieso schickst du mir nicht weiter? Na, weil du kein, du bist doch hier sogar. Aber auf deinem Handy, bis du da ankommst, da bist du alt und grau. Quatsch, komm, das geht so schnell. Ehrlich. Na klar. Weiter geht's. Ja, bitte, Salmonell TV, du bist live. Ja, hallo, hier ist Kissen, Günther. Und zwar hier, Russen, Alex, ich weiß nicht, ob's da schon weg war oder so, was ganz gut passen würde. Sehr gut, Max. Ja, ich warte nur darauf. Ob es vorhin ankam. Leute, ey, wundert euch nicht, wenn hier Gespräche mittendrin abgebrochen werden, dann sind das immer dieselben Spasten, die einfach abgebrochen werden müssen. Die Überspasten? Genau, ja, bitte. Hallo? Ja. Hey, na, Taschen. Hey, was los, ey, klar?
Alles klar. Hey, ich hab mal eure Sendung angeschaltet. Was ist los? Was ist euer Thema heute? Ganz kurz. Thema ist heute deutlich sprechen. Ja, versuch mal. Hey, ist doch okay. Hat er doch, er hat nur ein paar Wörter vergessen. Ich hab doch so einen Hammer am Maul. Deswegen kann ich nicht so deutlich sprechen. Bist du Tor? Tor? Nee. Ich bin Torwart. Ach so. Ey, kennst du, sag mal, kennst du Andi Latte? Andi Latte? Ja. Kennst du Andi Gewehre? Oder kennst du, Andi Front? Kennst du Martha Pfahl? Axel Schweiß kenne ich. Sehr gut! Aber, gut gekonnt, was hältst du von, was hältst du von Rainer Ernst? Oder von Claire Grube? Claire Grube ist nicht schlecht. Ja! Warte, da gibt's auch noch mehr, warte mal, da gibt's richtig Ende. Geile. Anna, mach's Loch auf. Scheiße, komm, ruf aufs Sofa. Was ist denn für ein Schwachsinn? Ja, was denn? Warum komm, nicht? Ruf auf Sofa? Anna, komm, ruf aufs Sofa. Was war gerade? Kennst du die Frau Lu Chen? Nee, ja, ja, genau. Frau Lu Chen. Achso. Wissen das? Mann, hallo, ich bin krank, mir läuft die Nase vielleicht. Da arbeitet Gehirn nicht so schnell. Aber für 10 S-Länder reicht das immer noch. Ja. Ja. So. Ja, weiter? Komm. Risiko nicht. Dann haust du. Tschüss. Jetzt ein nettes Mädel. Jetzt ja, bitte. Romana an. Ja, hallöchen. Erstmal heißt das Natascha rasch aufs Sofa, ihr dummen Bessis. Was, Natascha und Sascha sind auf dem Sofa? Rasch aufs Sofa, Mann. Und ich komm ruf aufs Sofa. Das ist ein blöder Spruch. Ach so, witzig. Also bist du raus. Und die Schlafdabelle, ja, mein Name ist ja, bitte. Radio. Ich würde sagen, hallo, ja, ey Leute, ey, wenn ihr nicht aus der Hüfte kommt oder nicht kommst. Ja. Hey, bitte. Du redest. Alexandra, rede du! Sag mal. Habt ihr bei euch? Seid ihr vollkommen abwesend oder wie? Wenn ihr ein Problem habt, dann geht doch zu euren Betreuern und lasst euch behandeln. Beste Grüße an Simone, die ja ein Renner ist. Ja, ja bitte. Und ja, hallo, hier ist nochmal Gunnar. Tschüss. Ich habe gerade eure schönen Namen gehört. Christian Steifen ist noch cool. Christian Steifen, Weltklasse. Ganz großes Kino, stimmt, den habe ich vergessen. Oder juckt die rote Fahrhaut. Nein, aber Christian Steifen ist nett. Wenn sie will, ja. Nochmal? Lass Miranda, denn sie will, ja. Das ist eine Scheiße. Sehr gut, ja. Na gut, dass danke, wir tschüss. Gesprochen haben. Tschüss. Ciao, Gunnar, hau rein. Ja, bitte. Ey, mal irgendjemand mit was Vernünftigem. Wir machen heute aber, das geht Schlag auf Schlag. Wir quatschen ja, nicht lange, es geht hintereinander. Aber das ist genau das, was die Anrufer wollen. Genau. Wenn ihr seht, dann kommen solche Schwachmaten hier rüber. Da hört mir lieber die Quatsche vom Russen an. Alter, ohne mein Gequatsche würdest du nicht mehr schlafen können, ja? Das stimmt, ja. 5 Uhr morgens auf der Nacht, Bruder Alex, vermisst dich so. Erzähl mir mal eine gute Nachtgeschichte. Ja, was los, ey, klar? Hallo. 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 Boah, alter Schwede, ey. Ey, pass auf, wir machen jetzt... Wer hallo, kann, Echo. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja? Wer nicht Mädel ist, fliegt raus. Pass auf. Mach mal. Ja, bitte. Hallo, Fett. Tschüss. Ja, bitte. Was? Tschüss. Ja, bitte. Tschüss. Hallo? Hallo. Tschüss, ist doch klar, Mann. Ja, bitte. Tschüss. Warte, nicht vorher Tschüss sagen. Was ist denn doch Braut klar, alles? Das ist keine Braut. Wer ist denn da? Tschüss. Ja, bitte. Tschüss. Sie trauen sich nichts mehr zu sagen. Nice, es ist so geil. Sehr, sehr leise und tschüss. Hallo? Oh, das war keine Frau. Ja, bitte. Hallo? Ey, du kannst sagen, was du willst. Genau, deine Sendung, wir hören nur du, zu. Du hast die Gunst der Stunde erwischt. Mach, was du willst. Erzähl, was auf deinem Herzen liegt. Ich habe seit 20 Minuten ein ganz großes Problem. Du kommst nicht durch. Nee, ich habe Tinnitus auf den Augen. Sehr, sehr gut. Ich nur pfeifen. Sehr gut. Auf den Hühneraugen, oder? Hallo. Man hat Hühneraugen, oder was? Du musst der Tinnitus auf den Augen. Auf den Hühneraugen, oder wo? Wann sendet ihr denn eigentlich immer eure Sendung? Hier? Jetzt. Ja, ja. Guckst du im Internet nach, wann du dich einschaltest? Alle 22... Hä? Du, was darfst du zu dir fragen? Ich bin dann so viel Reden mit deinen gestreiften Hemden. Wie geil. Sie hat recht. Du bist ein bisschen scharf, kann es sein? Sie hat aber recht. Also Mikropalmen da hinten, auch schick. Sehr schön. Erzähl mal, Mäuschen, wie alt bist du denn? Was denkst du denn? So 12. 19. Wie bitte? 12. 12? Ach, schön.
Ja, die 12 hat sie gehört, die 19 hat sie nicht gehört. Ich mach euch ja direkt strafbar. Nö, wieso wir? Du machst dich doch strafbar. Ist ja Weltklasse. Sonnenschein, wie groß bist du? Wie bitte? Wie groß du bist, das war Deutsch. Nee, du brauchst die Augen nicht so zu verdrehen. Sag doch mal, wie groß du bist. Das versteht man nicht. Jetzt sag doch erstmal, wie groß du bist. Wie groß? Was ist denn das für eine Rolle? Groß, na, sag doch einfach, wie bist du ein Wicht oder ein Kobold? Oder sag doch einfach, wie groß du bist. Ganz normale Maß. Na sag, was ist denn bei dir normal? 1,70. Kommt als Nächste. Und wie schwer bist du? Bitte? Wie schwer du bist. Das ist ja was, was man Frauen grundsätzlich nicht... Hallo, wir sind am Telefon. Wir haben doch die Anonymität zwischen uns. Du bist in diesem Fall keine Frau, sondern eine abstrakte Person. Ich versuche mich, dich bildlich vorzustellen, also musst du dein Gewicht angeben. Aha. So, wie viel? Ich meine, ich kann jetzt alles sagen. 53 Kilo? Schulbildung. 53 Kilo? Fragezeichen? War geil, wa? Wozu? Ne, hat das Max sein Beuteschema. Da wissen wir die Antwort. Tiefer Ausschnitt, große Brust. Wie war das? Lange Absätze und kurze Hauptsätze. Das ist sein Beuteschema. Thema ist, Max ist rollig. Ich bin krank. Blöd, ne? Wenn zwei dazwischen reden, dann kriegt man das irgendwie nicht versucht. Max ist rollig, das ist das Thema. Zwei dazwischen reden. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß und viel mehr. Ja, vielen Dank und dir auch in deinem Leben alles Gute. Tschüss, Haust. Wer bist du? Ja, hallo. Endlich mal nicht so eine dumme Ja. Guck mal, Alex, ich hab erstmal so eine Sache. Ihr beschwert euch ja ganze Zeit, dass hier irgendwelche Fußballspasten am Telefon sind. Ey, aber wirklich, ja? Ja, aber wirklich. Ich meine, guck mal, Russen, Alex. Du hast es doch provoziert. Hier gibt es irgendwelche Leute, die schreien scheiß Dynamo, weil du mal einen BFC-Becher in deiner Sendung hattest. Ja, aber es ging ja auch nur darum, um zu polarisieren. Es ging auch darum, dass in so ein Spast, irgendein Spast hier anfing von wegen, ja, ich bringe hier ein paar Leute von so und her und bla. Und da wollte ich immer zeigen, du Spast, komm mit wem du willst und so weiter und so fort. Also hör zu, hey, hallo. Hallo. Der Becher war nur aus Versehen mit diesem Schwachsinn bemalt. Er war nicht aus Versehen, es war nur ganz einfach. Das sollte eine indirekte Message, aber nicht an irgendwelche Dynamo-Spasten, sondern und auch nicht an irgendwelche BFC, hier Union und so weiter und so fort, das ist scheißegal. Guck mal, wie ich aussehe, denkst du, ich spiele Fußball oder was, du Opfer? Ja, du hast schon mal ein paar Sprüche gelassen, so von wegen. Ja, es war nur zu polarisieren, das war's. Busse mit Dynamo. Hey, entschuldige mal bitte, guck mal bei YouTube, was wir hier alles für Sprüche gelassen hatten. Und? Nimmst du alles ernst, oder was? Hallo, überleg doch mal und weiter. Na komm, sag doch alles, was du über Dynamo denkst. Habe ich kein Problem. Du machst so einen Lärm. Nein, ey, die nehmen sich heraus, dass sie irgendwie ein besonderes Publikum, so VI-Gucker oder was auch immer sind, weißt du? Und dann stehen sie da und verstehen nicht die leiseste Ironie. Erzähl doch, was du... Na, very important Gucker oder was, weißt du? Bist du VIG? Also kannst du jetzt alles über Dynamo oder Union erzählen, was du willst. Mach, kein Problem. Fickt euch, scheiß Dynamo. Okay, scheiß Dynamo. Sehr gut, ihr fickt Dynamo, toll. Jetzt hat wieder alle bestätigt, dass alle Fußballspasten Spasten sind. Und bleiben. Ja, richtig. Nicht nur sind, sondern bleiben. Ja, bitte. Und dennoch, ich mal diese, ja, kannst du machen. Diese überbezahlten, voll drecksten Mistfußballspieler. Oder? Und ging Aufstieg. Danke. In der Reihenfolge, von links nach rechts. Ja, bitte. Ah, hallo. Wollen wir nochmal mit den Bräuten machen, die Nummer? Ich finde das ganz lustig, mit den Frauen, bis eine Frau dran ist. Mach doch. Wir haben uns zwar eben in die Scheiße gesetzt, aber ich, war bin, ja auch wohl, ich bin ja noch voller Hoffnung. Dumm wie unter Peter Feldweg. Ja, bitte. Ja, Leute, ihr habt noch ungefähr 20 Minuten Zeit, hier falsch anzurufen bei der Weltfest-Sendung. Frauen, ihr habt noch 20 Minuten Zeit, hier anzurufen. Ja, bitte. Falsch, Romana, du hast noch 20 Minuten Zeit. Natürlich auch Sanaina und alle anderen. Aber ey, da war heute bei Viva, ja. Bin ich hot? Und, also bist du, als du die Klappe, du Spast. Ich glaube, ich spinne. Das ist Schluss, Alter. Na, pass, zeig dir gleich, wie stark ich bin. So stark. Genau. Ich habe euch eine Offenbarung. Offenbar mal. Ihr sucht noch nach King A. Richtig. Ja. Wieso sucht ihr nach ihm? Das ist die Offenbarung? Das ist eine Scheißfrage. Ich hab die Offenbarung, aber ich hab sie vergessen. Warte.
Leg auf, weg mit dem. Stimmt. Was wollten wir gerade sagen? Doch. Irgendwas war doch. Der hat mich mit seiner Offenbarung komplett aus der Fassung gebracht. Ich wollte vorhin auch schon mal sagen, hab es vergessen. Ja, weil das immer, ist deswegen, weil es heute Schlag auf Schlag geht. Ja, weil immer diese, genau, wir machen uns genau wie die ganze Zeit Schlag auf Schlag gehen. So machen wir jetzt auch Schlag auf Schlag weiter. Janaina, heute Nachmittag auf Viva war so ein kleine. Janaina, das war der Key. Und zwar so ein kleines Mädel, die sah aus wie Janaina in klein. Die hat sich da bewerten lassen bei MI Hot, bei Viva da, diesen Quatsch. Ja? Wo die, und dann ist diese Gülcan-Schwachköpfin, Oberspastin, die da bewertet, die Mädel. Die hat aber auch was. Also die, mit dem Bestrafen. Gülcan? Weißt du noch, mit dem Bestrafen? Wie bestrafen? Na, du weißt noch. Na, links eine Palme rein und rechts eine Palme rein. Ich hasse sie. Diese Gülcan ist so dumm. Und daneben also, steht dann mit diesem Mädchen, mit diese Janaina. Colin Fernandez oder Hernandez ist genau. Wie war das dumm. Mit diesem Mädel, die wie Janaina aussah? Na, die war hübsch. Und hat sie gewonnen? Ja. Gut. Das ist sehr wichtig. Na, weil du doch so auf Janaina abfährst. DSDS und wie ich auf Janaina abfahre. Na, DSDS, ey, da sind ja ein paar süße Mädels dabei diesmal. Ein paar Italienerinnen irgendwie so. Am besten war natürlich ein Model, was 703 Euro für ihren Kurs bezahlt hat. Ich hab's ja im Ramab hier vorgemacht, im besoffenen Zustand so irgendwie, mit irgendwelchen so Hausschuhen. Das war auch ey, unfassbar. Aber wir machen weiter, wir wollen nicht die Zeit tot quatschen, weiter geht's, Leute. Wer bist du? Ja, hallo, hier ist der Ingo, ich hab da heiße Info für euch. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Pass mal auf, soll einen Terroranschlag geben auf die Ernst-Ring-Straße. Witzig. Ja, bitte. Ja, hier ist Rusti, kennst du Limit? Was, Rusti und Limit? Nee, kenn ich nicht. Limit? Nee, kenn ich nicht. Musst du kennen. Komm, ich eigentlich schon abends um den Rest lachen. Ich verstehe kein Wort. Ja, bitte. Ja, bitte. Hallo. Deutsch, Sprecher. Ja, bitte. Dass du nicht müde wirst. Nee, ist kein Problem. Ich kann euch beide. Du, ich kann noch 5 Stunden so drücken. Ja, bitte. Wozu? Lass doch aus, wir quatschen einfach. Nee, lass mal, wir werden noch, es wird noch irgendwann, eine Frau wird noch, die ein bisschen was im Schädel hat. In jeder Sendung nicht mehr. Wetten doch, 100 pro. 100, ja, um 5 mal, um was? Dass hier noch eine Braut anruft. 500 Gramm. Hallo? Ey, schade, dass du dich eingeschlagen hast, Max. Das war geil. Wer bist du? Ich bin ein Mädchen. Ja, das hört man. Wie heißt du denn? Ich heiße Leila. Leila. Ja. Schöner Name. Und dieses wunderschöne Lied, dieses Hey there, Delilah, da da ni da ni da ni da. Problem ist nicht. Keine Ahnung, aber super geiles Lied. Schönes, ruhiges Lied. Leila, wo genauso kommst du ruhig her? Wie aus Leila. Berlin? Ja. Wedding? Ja, genau. Zufallstreffer. Ey, du, was lacht ihr denn so? Zuerst, dass eine Frau anruft, zack, ist die Frau. Ja. Die kommt aus Wedding. Ja. Leila, Leila, mal, was machst du im Privatleben so? Was? Was machst du im Privatleben so? Ich gehe noch an die Schule. Welche Klasse, welche Leila? Klasse, genau. Leila, welche Klasse? Das war schon zu krass, die Frage. Ja, was ist denn hier los? Ja, bitte. Ja, bitte. Prinz Valium. Scheiße. Ich wollte sagen, scheiß Hexiker. Hallo. Ja, bitte. Ihr Tag, habt 15 Minuten Zeit, Leute, hier anzurufen. Hallo. Ich habe noch einen Musiktipp für euch am Rande. Rof mit Rap Game. R-O-H-F-F. Neues Wort. Das war so, heißt der Typ, der heißt Rof. Der Interpret ist ein Franzacke und der Song heißt Rap Game. Hört euch das an, der Knall aus dem All. Ihr werdet mir so dankbar sein. Ja, bitte. Kenne ich selber noch nicht. Oder ist es auf dieser 130 CD? Ist auf der Weltklasse. Dann kannst du ja, ja nicht sag so doch gut am besten 130 direkt alles auf einer CD, hervorragend. Woher können die denn wohl kommen? Ja, bitte. Hallo. 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 Also den hättest du jetzt mal... Ja, bitte. Nächstes Mal, wenn so ein Einspieler kommt, lass ihn mal drin, damit die Leute wissen, wer gemeint ist. Ja, okay, alles klar. Ja, bitte. Oh? Ja. Steffen ist mein Name, guten Abend. Hallo, Steffen. Ich suche, ich sehe ja schon eure Sendung schon eine ganze Zeit lang und ich weiß nicht, irgendwie seid ihr ja schon abgehoben in letzter Zeit, kann das sein? Wir sind ziemlich abgehoben, wir denken, wir sind besser als ihr. Na, auf jeden Fall hier Herr Hardcore, ne? Ja, ist richtig. Nee, aber bei ihm war das schon immer so. Du also traut er sich mittlerweile. Gib dir mal rechts, links eine Schelle und das tut ihr Spasten. Jawohl, sehr gut. Oh nee, nicht doch schon wieder.
Ah! Ah! Steffen, immer wieder gern. Ja, bitte? Ja, hallo? Hallo? Ja, schon wieder Leila. Leila, wir fahren eben mit deinem Akku los. Leila, wir müssen leider Leila Schluss machen. Ja, okay. Bis tschüss, Leila. Ey, könnt ihr nicht mal Mädchen, die über 10 sind, anrufen? Beides. Name und Dienstgrad. Hauptmann. Name oder Dienstgrad? Beides. Ja, bitte. Hallo. Hallo, Mädchen. Ich glaube, das kann auch ein kleiner Junge. Das kann ein kleiner sechsjähriger Junge, der gleich richtig uns fertig macht. Ihr Penner und Arschlöcher. Das ist eine junge Frau. Na, wir gebildet und... wie heißt du? Hey, der Delilah ist von den Plain White Teeth, ne? Wusstet ihr ja vorhin nicht. Ach, genau. Heilige Scheiße. Von was für einem Ding? Plain White Teeth. Was ist das, eine Rap-Gruppe? Na Quatsch, die wäre so eine Punk-Gruppe normalerweise. Also wenn Leila eine Punkerin ist, nein, dann bin ich eine Palme. Und die haben irgendwann vor vielen Jahren so ein Lied aufgenommen, so irgendwie weil mit Trennung und so weiter und so fort. Hey there, Delilah. Okay. Und irgendwann hat es jemand irgendwo zufällig entdeckt und dann sind sie voll berühmt geworden. Okay, so, was ist dein Problem? Ja, ich wollte was singen. Ja, sehr gut. Ey, endlich mal ein konstruktiver Beitrag. Sing ab jetzt sofort. Stehen drei Nazis. Scheiße, Mann, aber ich weiß, ey, Mädchen, wenn du nochmal, pass auf, wenn das du nochmal drüber... Das war ein Junge, 100 pro. Quatsch, aber ich weiß, was ich singen wollte. Das war von Reinhard Grebe, Brandenburg. Ja. Da stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln. Kennst du nicht? Nee. In Brandenburg. Ah ja, Brandenburg. Ja, stimmt. Es ist ja gegen Nazis. Sehr, ist ja auch gegen Nazis, richtig. Sind ja auch gegen. Mädchen, tut mir leid, dass ich aufgelegt habe. Ja, bitte. Hallo. Hallo. Ich muss mich gestern wieder an den Thailänder erinnern und an diese Scheißsituation. Ja, bitte. Chefkoch. So, ich finde eure Sendung super toll, deswegen muss ich euch sagen, die super Vollidioten. Beim Thailänder gestern die Situation, wo er da die Klappe schalten konnte, war ich mich Weltkulturerbe. Ja, bitte. Hallo? Ja. Muss ich ihm erzählen, ja, bitte. Also ich gucke eure Sendung jetzt gerade und ich eigentlich komisch, was da für Leute an. Ey, nur Schwachmaten, oder? Ohne Ende, diese leider. Diese ganzen Fußballspasten und so, voll Opfer. Nein, man kommt zu gar keinem richtigen Thema hier irgendwie, das ist echt traurig irgendwie. Das so, jetzt, sag uns ganz aber, kurz, wir haben noch knapp eine Viertelstunde, die du bestimmen kannst mit einem genialen Thema. Richtig. Irgendwas, was dich betrifft oder befasst oder bewegt, erzähl mal. Es kommt ja zu keinem Thema da irgendwie, das ist ja echt, weiß ich nicht. Na, aber wir sind jetzt zu dritt, alle haben ausgeschaltet. Richtig. Wir quatschen hier nur noch, keiner es ist keiner dabei und du kannst erzählen, was dich bewegt hat die letzte Zeit. Du kannst dich quasi jetzt nackend ausziehen. Nee, bestimmt nicht. Wie heißt du? Sandra. Wie alt bist du? Ich bin 31. Endlich mal, eine vernünftige Frau. Also erzähl mal, Sandra, was machst du beruflich? Ich arbeite Friseurin. Friseurin? Sandra? Ja? Kann es sein, dass du aus dem Osten kommst? Nee. Weil Sandras kommen immer aus dem Osten. Nicht immer. Doch, aber fast immer. Die wenigsten Sandras. Ich weiß nicht, ihr stellt immer ihr... Meine Friseurin, entschuldige Sandra ganz kurz. Leute ins Lächerliche. Meine Friseurin, die... Wir ziehen noch niemanden. Sandra. So eine komischen Leute anrufen bei euch. Sandra, naja, aber das ist ja nicht so... Also, irgendwie schon. Sandra, das ist ja nichts Persönliches, weil wir wollen auch wissen, mit wem wir es zu tun haben, weißt du? Genau. Und meine Friseurin, die Josie. Ja, aber Josie, ihr verurteilt alle Leute. Fußballfans sind die ist auch aus Moskau. Ey, Fußball ist ja wohl das Allerletzte. Hä? Fußball ist so unwichtig. Sag mir nur eine Sache, die daran wichtig ist. Also es ist nur lustig, wenn sie dann irgendjemand mit dem Schädel im Brustkorb einschlägt. Weißt du, was ich voll traurig finde? Das ist witzig. Du rufst an und beschwerst dich, dass kein Thema zustande kommt und selber kriegst du nicht mal einen Furz raus irgendwie. Das ist lass bescheuert. Die arme Sandra. Nee, lass doch mal. Was denn? Da ist Sandra, so. Sandra, du bist Friseusin. Das gibt Leute, die arbeiten bei Friseusen, Friseuren oder wie auch immer, bei Haarschneidern. Frisusis. Frisusis. Hörst du noch? Ja, gleich, ja, noch zu. Sandra, ihr schneidet doch immer den Leuten die Haare ab und die liegen dann alle auf dem Boden. Und da gibt's Mitarbeiter in Friseuren, die Haare einsammeln, heimlich, nicht in Mülleimer packen, sondern mit nach Hause nehmen, dann in die Badewanne reinpacken und mit den Haaren dem vom ganzen Tag geschnittenen Leute baden und dann kriegen sie einen Abgang. Du wahrscheinlich schon mal gemacht, oder? Ja, ist er arbeitet beim Friseur oder was? Nee, aber du warst bestimmt auch schon mal beim Friseur und hast die Haare schneiden lassen.
Und dann habe ich meine eigenen Haare geklaut. Das passt ja zusammen. Na, von den anderen Leuten auch noch mit. Ja, stimmt, so schnell eingesammelt. Hast du bei Domian gehört, oder? Natürlich. Ja, so eine kranken Leute rufen doch nur bei Domian an. Sandra, war ein Highlight mit dir. Vielen Dank. Und wir werden versuchen, irgendwie in 10 Jahren das zu toppen. Genau. Alles Gute. Ja, bitte. Alter Schwede, was ist denn heute los? Wunderschönen guten Abend, richte mein Name und ich wollte mal fragen, ob Sie nicht in einer unserer industriellen Umfragen teilnehmen wollen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mitmachen. Bitte, was? Eine industrielle Umfrage. Ja, können wir machen, klar, logisch. Was gibt's denn? Also meine erste Frage wäre, wie schätzen Sie Ihr eigenes Konsumverhalten bezüglich Gütern aus Fernost, also Nachbauten und auch Hightech-Produkten an? Sehr gut. Ja, ist so. Kann ich sehr hoch sagen, ich kaufe meine aus Japan stammenden Fernseher immer bei Radio Meinhard in Steglitz. Und ich konsumiere Ingo, immer wieder. Würden Sie das so etwa einrichten? Es ist, wenn es so persönlich ist, müssen Sie darauf jetzt nicht antworten, aber so pro Monat vielleicht? Pro Monat ungefähr? Naja, mit meinem Ingo und seinen Fernsehern kommen wir zusammen auf einen 5-stelligen Eurobetrag. Richtig. Also 10.000 im Monat? Ja. Ja. Gut, sehr gut. Ja. So meine zweite Frage wäre dann, wie schätzen Sie Ihr Konsumverhalten bezüglich Artikeln aus Amerika, Deutschland und auch Frankreich, Spanien an? Aber Frankreich und Spanien überhaupt nicht. Was ist das für ein Bezug? Amerika, Deutschland, Frankreich, Spanien? Das also, hat ja miteinander überhaupt nicht miteinander zu tun. So, aus Amerika sehr hoch. Ja. Aus Frankreich so gut wie null, weil Heineken trinken wir nicht mehr. Richtig. Ja. Deutschland ziemlich hoch, klar. Und Spanien eigentlich gar nichts, nur die Chorizo-Salami. Also ich sehe das Präferendum dann ganz klar in Fernost. Ja. Oder richtig. Richtig. Dann aller guten Dinge sind drei. Meine dritte Frage. Wie hoch schätzen Sie Ihre wöchentlichen Ausgaben bezüglich der Produkte der Firma Magnum Pump GmbH ein? Was für eine GmbH? Magnum? Magnum Pump. Magnum GmbH? Pump, genau. Das Eis meinst du wahrscheinlich. Nee, Magnum Pump, das sind, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, das sind potenzsteigernde Produkte und Größen. Du meinst eine Pumpe, oder? Den, was ich meine, ja, ganz genau, ja. Na, du bist ja eine Drecksau. Habt ihr da ein Notventil dran oder nicht? Ich möchte dir jetzt wirklich bitten, souverän zu bleiben. Das ist eine ganz fachliche Frage. Hallo, ich hab dir doch gerade. Ich bin extrem souverän, mein Bester. Ich hab dich gerade sachlich und fachlich gefragt, ob ihr an euren Pumpen Notventile habt. Notventile? Ja. Nee, das gibt es nicht. Nein, jetzt also hallo. Ey, du hast so eine Billigpumpe, verkaufst du. Die kommt garantiert aus China. Nein, das sind hochqualifizierte schwedische Pumpen, also. Sind die blond oder was? Also es gibt kein Schwedes mehr. Laut Big Brother Anja oder wie die heißen. Es gibt nur Skandinavien. Hochqualifizierte High-End-Pumpen ist ja geil. Ganz genau. Ja, wissen Sie, wir müssen ja wissen, wie da sozusagen das Konkurrenzverhalten mit den Nachbauten aussieht. Wir können uns auch duzen. Unter Pumpenbenutzern ist das so gang und gäbe. Aber seine Pumpe hat ein Notventil, das ist so. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie, Ihnen ist es egal, ob das Qualitätsmarken sind, sondern Sie nehmen das lieber die Billignachbauten. Ich werde das genau vollkommen sagen. Falsch verstanden. Richtig. Du. Es ist wichtig, dass du ein Notventil hast, weil sonst passiert Folgendes. Da könnt ihr noch da in euren Schweden, da den könnt ihr was sagen. Warte, die brauchst ein Notventil, weil wenn das Teil zu sehr aufgepumpt ist, kann es passieren, dass es dir das Hirn leer saugt und du kippst um. Ist schon oft genug passiert. Ich notiere mir für deutsche Kunden Notventil ganz wichtig wegen Gehirnmassenverlust. Sehr gut, ganz hervorragend, sehr gut. Gut, ich notiere es mir. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Kooperation, also wirklich sehr freundlich. Die Überweisung geht dann an die Deutsche Bank? Gerne, ja. Noch weiter Nummer 030464 00533. Richtig, Leute. Anzahl 100 200 Genau. Jetzt warte noch kurz, Pumpenmensch. Leute, wir haben ein neues Forum. www.salmonellentv.com. Kommt alle rauf, meldet euch alle an. Der Knaller vom Hund gesponsert. Kommt alle zu mir auf die MySpace-Seite www.myspace.com/MaxHardcore zusammengeschrieben mit M-E-X Hardcore. Dann seid ihr alle bei mir, könnt ihr euch coole Bilder. Gerne, weil das mit dem A, das hat ihr beide, so ein demnächst machen wir beide, hallo. Was? Demnächst machen wir beide Fotos mit unseren Pumpen und dann machen wir die Smashing Pump. Ja, sehr gut. Darf ich noch zum Abschluss jemanden grüßen, nachdem ich jetzt aber schnell, natürlich. Schnell. Also ich grüße einmal den verkappten Jazzer und die dicke Königin sehr stark von Herzen. Danke. Tschüss. Danke mich und ist guter Junge. War gut. Nee, war sehr, sehr gut. Wirklich Highlight. Ja, bitte. Hi. Hi.
Ey, und wir grüßen unsere dänische Lebensmittelliefergemeinschaft. Genau, wir haben hier Arztek 83 oder so. Keine Ahnung. Die Namen auf jeden Fall, die uns immer die schönen... Wir haben euch noch nicht... sobald wir euch kennengelernt haben, werden wir auf jeden Fall euren Namen uns komplett hier eintätowieren und wir wissen es. Wir haben das Bier getrunken, wir haben das Zeug gegessen, es war super lecker und richtig geil. Und nochmals unser Aufruf, wenn ihr in Berlin seid, sagt uns Bescheid und der Abend geht komplett auf uns. Richtig. Er zahlt, ich mache die Musik und das ist gut. Wer bist du? Ganz kurz, jetzt noch ganz kurz warten. Leute, und wenn ihr Geschenke habt für uns, alle Geschenke in die Wolterstraße 5 zum offenen Kanal Berlin an Salmonellen-TV-Team, alles immer herschicken, wir nehmen alles und wir packen jedes Geschenk live in der Sendung aus. Das heißt, ihr könnt da die schärfsten Sachen reinpacken, das wird extrem lustig, lasst euch ein bisschen was einfallen. Wir machen alles hier live in der Sendung auf. Eure Geschenke. Live im Fernsehen. Sie haben es verstanden. Wer bist du? Hallo. Hi, ich bin der Marco. Hallo Marco, erzähl. Marco. Ich wollte euch mal loben. Ich gucke euch heute zum ersten Mal und ihr ist eine geile Show. Leider rufen nur so eine Vollpfosten an. Du, das passiert, Marco. Denkt dran, in 2 Wochen wieder einschalten. 22 Uhr Salmonellen-TV. Alles klarchen. Aber ich wollte euch trotzdem mal loben. Ist sehr interessant, witzig. Ich bepiss mich hier vor Lache, wirklich. Russe, du bist einwandfrei. Fertig nochmal, das war super. Voll. Nicht doch, ey, solche, ich denk, das kann doch nicht, bist du denn Wahnsinn, tut doch weh. Ah! Ich danke euch. Aber ihr habt auch ein dickes Fell, muss ich ganz ehrlich sagen. Euch groß, also hochloben. Das haben wir von Natur aus. Ja, bei dir sieht man das. Ja, voll. Aber und er arbeitet darauf hin. Ich bin voll schlank, ich bin ja ein schöner Tier geworden. Du bist voll schlank, Alter. Stell dich mein Profil auf. Okay. Und ohne einzuziehen. Warte. Oh, jetzt geht's los, ja. Ey, Max, du pupst gleich, Alter. So. Gut, Marco, noch irgendwas Konstruktives? Wir haben noch 5 Minuten. Marco ist so konstruktiv. Nee, noch irgendwas dazu. Marco, hast du einen Witz zu erzählen oder so? Witz? Nee. Immer sehr ernst an für sich. Du bist wieso? Sehr, woher kommst du eigentlich, aus welchem Bezirk? Lichterfelde. Okay. Die Sache ist auch cool, den Typ möchte ich ganz gerne mal sehen. Das ist der Chefkoch, den kannst du sehen, wenn du uns hier in der Sendung besuchst, in der Wolterstraße 5. Genau. Wedding, ne, Wolter? Wolterstraße 5, Wedding, dann siehst du den Chefkoch, unseren Techniker. Sagen wir mal so, leider Wedding. Naja, leider Wedding, ich arbeite auch in Wedding, ist ja kein Problem. Besser als Lichterfelde. Wie bitte? Chefkoch hat gerade gesagt, besser als Lichterfelde. Ja, Lichterfelde ist groß, es gibt ja Süd, West und Ost, ne? Genau, und du bist in? Süd. Lichterfelde Süd, wo ist denn das da ungefähr? Am Arsch der Platz? Irgendwo, nee, weiter Hildburghauser da irgendwie. Richtig, der Mann hat ja Ahnung. Naja, wir gehen doch bei dir dort immer bei dem Maximilian, der vor dem Aldi ist. Maximilian? Na, Amiberg? Amiberg kennst du doch, oder? Nee. Ach so, Ende. Du bist Hildburghauser schon bei Ostdorfer oder so, wa? Ist ja egal, das ist viel zu insidermäßig. Naja. Marco, wir essen mal zusammen eine Currywurst bei Maximilian, für den Laden, den du nicht weißt, wo es ist. Melde dich im Forum an, melde dich im Forum an und dann können wir uns verabreden. Und guckt euch alle bei, Leute, guckt euch alle bei YouTube die Videos an aus den guten alten Zeiten und Best of und habt da nicht gesehen, ihr könnt euch alle Sendungen runterladen. Wir kümmern uns um unsere Fans. Ihr gebt einfach ein Max Hardcore oder Russen Alex, Salmonellen TV, könnt da bei YouTube, ihr kriegt alles und bei uns auf der Seite könnt ihr auch raufkommen und oben steht ja alles, genau, da könnt ihr auf bei uns auf die Seite. Alles klar. Genau. Schönen Abend euch noch. Dir auch, danke, Marco, tschüss. In 2 Wochen wieder einschalten. Wenn ich dich nicht höre, gibt's Ärger. Gut, versprochen. Sehr gut. Brennlich, da fällt ja, weißt du. Oh, krass, Alter. Hör mal bei. Ciao. Schwere, ja? Ciao. Ey, Wedding fickt alles. Jo, Russen Alex, Beule hier, was? Beule! Mein Bester, der ruft auch von dort an aus der Gegend. Aus Beule, wie geht's dir? Ich kann es sagen, Mann. Amiberg ist beste, Mann. Wenn der aus Lichterfelde kommt und den nicht kennt, ist er selber schuld, Mann. Auf jeden Fall. Komm aus Lichterfelde. Hey, wer zur Hölle ist denn bitte Beule? Beule ist ein hammergeiler Typ. Beule, hast du nicht Bock, uns mal im Studio zu besuchen in 2 Wochen? Oh, gucken wir. Warum denn nicht? Er ist arbeitslos, gestern Gesellenbrief bestanden, Mann. Sehr, sehr gut. Gesellenbrief. Bist du noch mit Franka zusammen? Fragst du doch selber. Hey, sehr gut. Franka! Schönen Abend euch. Bonsoir, mon ami, mami. Comment ça va? Ja, bien. Merci bien. Beaucoup. Bien, bonjour. Französisch. Sie kann, Franka kann besser Französisch als ich. Sie kann richtig, richtig gut. Franka aus Frankreich, oder? Nee, nee, nee. Franka, du hast doch dein Französisch... Du hast doch dein Französisch-Abi gemacht, wa? Ja, Leistungskurs. Sehr, sehr gut. Franka, hast du dich... Ganz kurz Timeout, warte, ganz kurz Timeout. Wir müssen jetzt schon mal, bevor wir gleich aus sind, müssen wir uns verabschieden bei allen Zuschauern. Ganz genau, wichtig. Wir verabschieden uns von euch. In 2 Wochen wieder einschalten, Freitag 22 Uhr, ganz, ganz wichtig.
Franka aus Frankfurt, erzähl weiter. Nee, sie ist aus Berlin. Franka, wollt ihr nicht mal vorbeikommen, du und Beule hier im Studio, am nächsten, hier in 2 Wochen zum Beispiel? Ja, können wir machen. Das wäre geil. Dann rufen wir uns an zwischendurch und dann verabreden wir uns, weil es wäre ein Highlight, Beule hier zu haben und dich sowieso. Deswegen, dann können wir hier ein Special machen, irgendwie in der Sendung. Eintritt ja? 10 Euro. Kein Eintritt, Spinner. Oh, jetzt muss ich aber gucken, ob ich mir das leisten kann. Ach, Quatsch. Sag Beule nochmal alles Gute zum bestandenen Gesellenbrief. Ja, na klar. Und ich hoffe, wir sehen uns in 2 Wochen. Ja, na hoffe ich auch. Bis dann, tschüss. Tschüss. Weiter geht's. Sehr geil. Ja, bitte. Mit Beule. Wer Hallo. Bist du? Ja, hier ist Sarah. Jetzt zum Schluss kommen die ganzen Bräute hier plötzlich aus den Löchern gekrochen. Hi, Sarah. Jetzt sind sie alle weg.